Meuselwitz-Trainer Leopold begrüßt seinen Zwickauer Kollegen Schmidt bei bestem Feiertagswetter. Der Gästeblock prall gefüllt. Die FSV-Anhänger hoffen zu Halloween, dass ihre gruselige, punktlose Auswärtsserie in Meuselwitz endet. Die beste Chance in Hälfte 1 haben auch die Zwickauer. Könnekes Direktabnahme klatscht an den Pfosten. Kurz vor der Pause, Freistoß Meuselwitz, Bürger auf den Kopf von Kapitän Eckhardt. Die erste Hälfte endet torlos. Die Zipsendorfer in Hälfte 2 besser. 84. Minute, Eckball Bürger. Trübenbach am kurzen Pfosten, das 1:0 für Meuselwitz. Trübenbachs viertes Saisontor, das Spielentscheidende. Zwickau weiter ohne Punkte in der Fremde. Jetzt Vorletzter, Meuselwitz ist 12., verschafft sich etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte.